Moin Leute, herzlich willkommen zum 83. Part von Sims 4. Lasst eine kleine Bewertung da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß. Aslak, es wird am heutigen Tag Zeit, die Linie der Aslaks fortzuführen. Du bist jetzt schon gefühlte 20.000 Jahre mit Morgan zusammen und immer noch habt ihr kein Kind. Was würde dazu euer Vater, also dein Vater sagen? Oh, habe ich Morgan gesagt? Ja. Ich meinte Patricia, es tut mir leid. Es tut mir leid. Schatzi Mausi, komm her. Play. Oh, bei helfen schlechte Beziehungen. Nein, bei wem anders? Ach so. Oder? Ja. Bei Gustav. Was? Ach, Gustav. Ach, Mann. So mehr Auswahl, Romantik. Was? Minion! Wir müssen nur jemanden... deine Katzen, Hunde weg. Wir müssen jemanden loswerden. Wie wär's denn mit unserem Sohn? Okay. Aber wie machen wir das am besten? Im Endeffekt ist das auch der Einzige, der weg kann. Ja, vielleicht. Stimmt. Weiß ich nicht. Da ja, oh, warte. Nein, du musst zu... Oh, ausgerechnet jetzt. Aber du bist ja nur 4 Stunden da. Das ist perfekt. Weil, dann können wir zumindest ihn loswerden. Dann geht er zu den Obamas oder so. Oder zu denen, wo... Der muss ja nur sich bei denen so ein bisschen einschmeicheln. Ja, stimmt, ja. Das ist perfekt. Die müssen nicht mal heiraten. Eben. Und dann wird er bei denen einfach einziehen und dann haben wir hier wieder Platz. Das ist astrein. So, aber erstmal musst du zur Arbeit. Ich kümmere mich um meinen Hundi. So. Guck den mal raus. Anleinen. Hoch, Sally ist auch ganz dreckig. So, warte mal, dann macht das meine Frau. Mit der ich momentan kein Kind bekommen kann. Guck mal, wie... Ah, guck mal, da ist er. Auf einmal ist er ganz happy. Jetzt mag er dich wieder. Ja. Und auch baden. Sally, fein. Und... Wo geht deine Frau hin? Du verbrennst doch! Ja, stimmt. Was macht sie denn? Hä? Joggt sie? Sehr wütend. Wegen Eifersucht. Koketter Gatte. Der Ehepartner von Morgan hat mit jemand anderen geflirtet. Hat dieses Manuel... Warte mal. Was hast du ist getan? Ist das etwa... Ich weiß, was das ist. Was denn? Weißt du noch, in meiner Folge, da waren wir alle zusammen am Restaurant und auf einmal hat sie die Hälfte meines Balkens verloren. Stimmt. Und das war, weil ich Sally ein Leckerli gegeben habe. War dies? Ja. Oh hier, Edgar ermuntern, sich zu erleichtern. Ja, Edgar, komm. Oh, Edgar baden. Jade war doch deine erste Frau, ne? Ja. Und die turnt da oben noch rum. Ja. Vor 5 Minuten stand oben rechts einmal, Jade wird bald verblassen. Was? Das heißt, wenn du nicht an... Da hast weggedrückt. Jasmine, wenn du da nicht betest, dann... Aslak. Wird sie für immer verschwinden. Nee, aber das ist ja kein Problem. So. Wie? Ah, was? Guck mal! Da macht er Kacki. Ah, immer ist das vor unserer ein Feiner. Tür. Jedes ja, warte. Mal. Ja, ist doch nicht schlimm. Was soll ich denn machen? Trauern, denke ich. Nein, ich möchte nicht traurig sein. Die Verbindung zur physischen Welt stärken, da ist es doch. Oh ja, tatsächlich. Und der Aslak? Ja! Aber du oh kannst Gott. Da nicht hin, weil da immer noch keine Tür ist. War dies? Wieso ja. haben wir... Ja, warte, aber das kann ich ja wegreißen. Das reiße ich jetzt einfach schnell mal ab. Wieso wie ja. das nie, wieso haben wir das denn immer zugelassen? Weil ich mich da reinporten konnte. Ach so, weil du das kannst, muss ich unter deiner Tyrannei leiden. Nee. Oh, hallo Schminjul. Pidissel, könntest du da vielleicht mal hingehen? Hallo. Was ist denn Edgar? Du wolltest doch raus. Ja, na, was macht er da jetzt mit Tür, der Kacki? Am Eingang. Hallo Morgan. Oh. Oh Gott. Sie rennt einfach schon fast. Ja, sie ist drin. Rüberkommen. Oh nein. Oh nein. Wohnungsgrundstück Lovely Starter? Nee, kein Bock. Nee, nicht oh, bei dir. Oh, Patricia wird angerufen. Hä, sie schläft doch. Was ist denn los mit dir? Vor kurzem ge... Ach ja, von Morgan. Am Restaurant. Oder ach, nee, Mann. Zu Hause. Ah, sie ist bei der Arbeit, okay. Ich mach mal die Leine ab. Ja. Jetzt geht's. Ach, jetzt bin ich in die Kacke getreten. Ja, Mann, Aslak! Ich will nicht dahin. Er fragt dich zweimal. Zack, oh, Sally ist auch sauber. Das ist perfekt. Och, ja, Mann, Leute, immer. Ja, Tantiem. Ich weiß gar nicht, wer ihr alle seid. Maike, wie viele tausend Sims sind denn gestorben? Ich weiß, es sind wirklich bestimmt 100. Ach, Paolo, den kenne ich sogar noch. Stimmt, Paolo. Sophia auch. Clara! Nein, nicht Clara. Oh, Berufszeit für Manuel L. Jackson wählen. Politiker oder Stiftungsverwalter? Was ist denn das untere? Setze dein politisches Talent ein, um Gutes zu bewirken. Sammel Geld und... Nimm das obere. Okay. Sichere Stimmen, halte Reden. Da.
Beförderung. Ja. Du bist jetzt Beamter. Ja, tipptopp. Ja. Oh, ich werde angerufen. Kommt zu spät zur Arbeit. Zur Arbeit? Ah, warte, aber ihr beiden seid wieder da. Was ist mit ihm? Ah, ihm geht's auch gut. Ja, perfekt. Ja, klar. So, dann geht ihr jetzt mal schön reisen. Ja. Ach, er ist ein Vampir. Ja. Wusste ich auch nicht. Hatte ich auch schon wieder komplett verdrängt. Oh. So, nur ihr beiden geht los. Hoffentlich kommt er mit. Er muss mit. Bitte. Bist du mit? Ja, du bist mitgekommen. Ja, aber er kann doch selber. Ach so, du willst. Zu wem soll er gehen? Zu den Obamas, ne? Die Obamas, ja. Okay. Ab zu den Obamas. Und ich glaube, die Frau ist auch gerade weg. Nee, aber ich kann ja mit einem von den Mädels flirten. Aber geht das eigentlich dadurch, dass er noch... Ist er nicht Teenager? Kann er einfach so weg? Oh. Und sie? Sie ist, aber sie ist auch Teenager. Lustig vorstellen. Müsste gehen. Ja, warte. Alter, wie cool du aussiehst. Ja, klar. Wähl mich. Richtiger Politiker. Ich bin Schmenjol. Gefühle beeinflussen. Flirtschub. So, schnell, Schmenjol. Lass mich die Mutter oder so trinken. Oh Gott, ich brenne. Ja, warte. Ich muss rein. Also, wir müssen rein. So, nee, ja. Ich ja nicht. Oh, Beziehungstipps gehen los. Oh Gott! Sie hat sich gerade in Vampir verwandelt. Ja, ich hab die doch gar nicht verwandelt, oder? Ich weiß es nicht. Aber Leute, habe ich die jemals verwandelt? Ich glaube nicht. Wozu denn? Ach, damit sie verbrennt. Und Obama alleine ist, deswegen. Stimmt. Ich erinnere mich. Aufreizend posieren, nach Liebesleben fragen. Oh nein, guck mal da oben rechts. Was denn? Feier den Geburt. Nein! Aber warte, sie wird dadurch nur Erwachsene. Nee, sie wird eben. Oh Gott sei Dank. Achte auf jeden Fall darauf, ob irgendwann mal das kommt mit dem Zusammenziehen oder so. Ja. Ersten Kuss erleben, ja! Ja, das ist der Anfang. So, komm. Ersten Kuss, gib mir. Ha! Sascha und Alex. Aslak. Ist das süß. Ups. Und Alex. Ach Mann. Beziehungstipps nochmal geben. Bitten, Freundin zu sein. Oh ja, der gute alte Alex. Mann, ich möchte bei dir einziehen, bitte. Freundschaftsringe tauschen. Alter, aber was fehlt mir denn da? Ein Ring? Oh, Freundschaft. Ach so, Zuneigung. Okay. Ja, es kann auch daran liegen, ne? Woran? Dass ihr zu wenig, du machst gerade zu viel Romantisches. Ihr könntet auch. Ach so, okay. Befördert. Jawoll. $38 die Stunde, wow. So, jetzt liegen die beiden da. Machen wir ein bisschen mehr Plus. Oh, ihr habt schon aufgehört. Oi! Jetzt geht's aber, jetzt? Oder? Da, Freundschaftsring. Ui. Freundschaftsringe tauschen. Ja, komm. Bitte. Das muss doch irgendwas bedeuten. Das bringt viel. Aber vielleicht solltest du rumschmusen. Ja, boah, hat das viel gebracht. Alter. Ja, die ist ja auch noch jung. Die Romantik ist übel hoch. Vielleicht solltest du dich mit denen anfreunden, damit ich die Möglichkeit habe. Nee, du hast es doch fast. Oder meinst du, das geht nicht? Ich denke, das geht. Ich glaube nicht, weil ich nur ein Teenager bin. Na, aber du kannst ja sogar nach einem Techtelmechtel fragen. Ja, aber es ist ja schon... Ich freue mich mit Obama an. Ja, jetzt bist du weg. Als Politiker. Stimmt, ihr seid ja beide... Das ist eigentlich echt geil. Also wenn die das können... Was ist denn jetzt hier los? Er zu denen. Hallo? Ui. Leute? Die lesen gerade Harry Potter da drunter. Rumschmusen mit? Ja. Nochmal. Nee, ich werde das jetzt anders machen. Du wirst dich jetzt mega mit ihr anfreunden. Geht nicht. Sie ist verheiratet. Wenn, dann die Tochter. Nimm lieber die Tochter, die ich gerade gebissen habe. Was? Der Aslan kann auch Geburtstag. Nein. Ach Mann, das ist ein einziger Fail. Also ich glaube immer noch, dass es geht. Ich sag, es geht nicht. Aber ich glaube, es ist echt die Freundschaft einfach. Schlafen die gerade? Ja. Bademantel direkt an. Was ist er denn für einer, Mann? Was geht denn bei ihm ab? Ja, aber die können ja auch Freunde sein. Ja, klar. Ja, dementsprechend Hüftstoß. Hier muss ich das einfach nur... Nur bei ihrer Tochter kannst du dir sicher sein, dass es geht. Nein, weil sie auch wieder... Weil sie verheiratet ist. Ja, aber sie ist ja auch ein Teenager. Ach so, ich dachte, die wäre... Ach so. Nein. Freundlich, alte Sage erzählen. Alter, ihr seid... unzertrennlich. Ist Obama im Bett? Ich weiß nicht, wo Obama ist. Daneben. Ach ja, stimmt. Yo. Ach, Obama. Und er schläft alleine in einem Bett. Was? Oi! Was? Aber Manuel, du hast so eine Frau zu Hause. Das ist ja... Oh, du kannst sie sogar umarmen.
Nur in die Sterne gucken. Es hängt jetzt alles an dir, Schlingjul. Naja, ich schaff das. Ja! Bitten einzuziehen! So schnell? Ja, ich sag's doch, das geht das mega ist schnell. Das ist doch nicht normal. Das ist das, was ich meinte. Du hast einfach so ein ganz kleines Fitzelchen an Freundschaft. Komm her. Ja, eben. Zack, endlich. Oh, ja. Wollen wir noch einen Hund weggeben? Nein. Ey, du hast gerade es hergeholt. Ja, jetzt kann der Stammbaum der Aslaks endlich erweitert werden. Warte mal, wie viele Kinder hattest du? Ich hatte den Aslak. Den Glatzkopf, der uns immer belästigt, ja. Ja, und dann hatte ich noch den und mehr nicht. Nee, und der jetzt bei den anderen wohnt. Ja, aber das ist ja nur so mein Sohn mit dir. Ach, es ist nicht dein richtiges Kind, oder was? Baby machen, ja! Nein. Den, 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 den. Bitte, geht hoffentlich ins rote Zimmer. Ja! Ja! Oh, mit Brille. Mit Brille? Ja, also, klar. Das ist jetzt ja... Ja, hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Patricia und Aslak haben das erste Techtelmechtel? Das hat aber ein bisschen lange gedauert. Aber okay. Muss ja jeder selber wissen, wie er sich wohlfühlt. Und da kommt direkt der Schminjel an. Ja, klar. Da will er direkt mal ein bisschen gucken. Das ist mein Bett. Scheinbar. Oh, ich gehe erstmal auf Toilette. Aber ist sie jetzt... Ja, und sie auch. Sieht man denn eigentlich mal irgend... Ach doch, man konnte einen Schwangerschaftstest machen. Irgendwo geht das. Ach so. Ist es bei der Toilette? Da, Schwangerschaftstest machen. Was? Aslak? Ja, ja, ich gehe ja schon. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und? Gucken. Was? Sie ist nicht schwanger. Der Aslak. Zu früh? Baby, machen mit. Aslak, komm schon. Bitte. Ich glaube, du musst einfach warten, oder? Nein. Ich meine, das würde ja auch Sinn machen. Nein. Komm schon, Patricia. Yeah. Ist ja gut. So, und dann direkt Schwangerschaftstest machen. Ich werde angerufen. Ja, ja. Irgendwas mit meinem Job? Ja, wahrscheinlich ja. In einer Stunde zur Arbeit. So, okay. So. Jetzt. Weiter Test. Ja! Für zwei Essen! Was? Herzlichen Glückwunsch, Patricia erwartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Aslak, 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 Aslak. Ja, der Aslak, meine Damen und Herren. Nichtsdestotrotz, was ist das mit dem heutigen Part? Lasst eine kleine Bewertung da und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.